herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wer das letzte Video gesehen hat, hat mitbekommen, ich habe soeben die Aufgabe aus Moorland beendet, wo ich hier auf Nilmas Hochland den Zirkus beendet habe. Und als kleine Überraschung gab es als i-Tüpfelchen etwas ganz Süßes. Und zwar ein Zoni! Ist es nicht knuffig? Es ist süß. Und zwar habe ich im Video schon gesagt, ich finde es so knuffig, ich werde mir auf jeden Fall eins holen. Und ja, ich bin etwas unvorbereitet, ich habe mir noch keine Gedanken über Namen gemacht. Ich werde einfach mal schauen, was der Zufallsgenerator so ein bisschen hergibt und an sich so ein bisschen die Rasse vorstellen. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Es ist eine Mischung zwischen Zebra und Pony, deswegen auch Zoni. So. Das Zoni ist ein fantastisches Wesen, auf das man nur im Zirkus der Träume von Idris trifft. Obwohl es viele Gemeinsamkeiten mit dem Jorvikschen Pony aufweist, auf dem es auch basiert, verpasst jedes ihm ein Zauberfell, das sich von dem aller natürlich vorkommenden Ponys unterscheidet. Die scheint auch in gewisser Weise seinen Charakter beeinflusst zu haben, denn es ist sogar noch sturer als das Jorvikschen Pony und weigert sich insbesondere durch Reifen zu springen. Die Verwandlung scheint allerdings keine Auswirkungen auf den Appetit des kleinen Ponys gehabt zu haben, denn es frisst alles, was ihm in die Quere kommt, und ganz besonders gerne Liebesäpfel. Das Zoni entstand auf Basis der Wünsche vieler Reiter auf Jorvik und ist ein Beweis für den mächtigen Zauber, der durch Verbundenheit herbeigefügt werden kann. Ja, viel süß. Einschränkungen Level 1, ganz normal. Stärke 1, Disziplin 0, Geschwindigkeit 0, Ausdauer 2 und Agilität 1, kostet 550 Starcoins und dann werden wir doch mal gerne eins kaufen. So, wie gesagt, ich habe absolut überhaupt keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Ich betätige jetzt einfach ab und zu mal diesen Zufälligkeitsbutton und vielleicht kommt da ja wirklich ein schöner Name raus. Obsidian Cookie? Obsidian, ja gut. Kommt halt drauf an, was man jetzt gerade für ein Bild von Obsidian hat. Aber würde ich jetzt eher so Richtung andere Farbe. Mouseflyer? Nee, grau ist er ja nicht. Fly Promise? Mm-mm. Crown Knight? Mm. Fast Child? Nein. Big Shadow? Mm-mm. Party Rider? Flameway? Hm. Echo Peak? Grand? Hm. End. Dream. Großer Traum. Nö. Great Dream? Gibt's sowas wie Great Dream? Big Dream? Big gibt's auf jeden Fall. Grand. Great. So. Und Big Dream. Ja, Big Dream klingt doch ganz gut. Was ist denn jetzt das Big hin? Big Dream. Ist zwar klein, aber das ist dann... Ja, Big Dream. Das klingt gut. Yay! Auf jeden Fall jetzt erstmal zum Stall und austesten. Ich habe zwar absolut überhaupt kein Equipment, aber ich finde, das Pferd muss man auch einfach gar nicht mit Equipment reiten. So. Abholservice. So. Und ab in den Stall. Gucken, wen wir dann eben auf die Wiese schicken. Dreamfighter. Silver Magic. Dreamfighter. Und dann Dream rein. So. Ja. Oh, ist das süß. Aber wenn sie schon sagen, es ist auf dem Jorvikschen Pony aufgebaut, dann wird es wahrscheinlich die gleichen Bedingungen haben wie das auch. Von der Farbe her anders. Oh, süß. Zucker. Wie knuffig ist das? Oh, Laterne. Schau niemals um, wenn du irgendwo lang reitest.
Und da. Oh, es ist knuffig. Die Blässe leuchtet. Okay. Sie leuchtet schon wieder. Okay. Passiert auch noch irgendwas, außer dass die Blässe leuchtet? Nö. Aber es ist wirklich knuffig. Ja. Doch, es ist ein sehr, sehr knuffiges Pferdchen. Es ist auch recht flott, oder? Dafür, dass es Level 1 ist. Sind die schneller als die normalen Ponys? Kann ja eigentlich nicht. Oder? Sind die Ponys auch so schnell gewesen? Ponys waren noch langsamer, oder? Wir können ja mal einen Größenvergleich machen zu den anderen Pferden. Was soll denn hier stehen? Huffy. Gut, zu einem Huffy ist der Unterschied jetzt nicht wirklich riesig, ne? Nee. Okay, zu einem Shire, ja klar. Wenn wir hier Pferde stehen. Zu einem Friesen. Ja, ist halt schon ein ziemlicher Größenunterschied. Also ich finde auch von der Form her vom Körper ist das halt echt die Form von dem Pony. Aber ich habe das Gefühl, die sind schneller. Ich hole mal eben mein anderes Pony raus. Ich dich im Stall stehen. Mal sehen. Hä, wo ist mein Pony hin? Da. Storm Melody. Das ist ein bisschen andere Körperform, oder? Ja, doch. Kommt dem aber ähnlich. Süß. Dann freue ich mich auf jeden Fall über ein neues Pferd in der Familie Sea-Rock. Naja, das war's dann aber auch erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht, wenn ihr das letzte Video nicht gesehen habt, könnt ihr da ja nochmal vorbeischauen, was ihr machen müsst, damit ihr dieses Pony auch kaufen könnt, weil da ist eine Quest mit verbunden. Und bis dahin dann erstmal. Tschüss!